Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Techtopia. Das Projekt wird langsam wieder an Fahrt aufnehmen. Ihr wisst, wir haben so ein bisschen gestruggelt wegen Emeralds, aber ich wollte euch nochmal beruhigen. In der nächsten Zeit wird es wieder etwas flüssiger und besser vorangehen. Oh, da kommen noch viele neue Sachen. Deswegen, ja, bleibt dran. Außerdem, kleiner Hinweis noch aufs neue Buch. Am 23. Oktober kommt es raus. Alles über das Dorf-Update und vieles mehr. Mit 15 Minecraft, die ich nicht wusste, ist Link dazu in der Videobeschreibung. Schaut da mal rein, vielleicht ist es was für euch. Vielleicht könnt ihr ja beschenken lassen oder wie auch immer. Würde mich freuen. Danke, wenn ihr mal reinguckt. Und jetzt geht's los mit der heutigen Folge Techtopia. Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Techtopia zusammen mit dem Kev. Hallöchen. Hallihallo. Ich stecke gerade in der Höhle unten fest. Wir haben in der letzten Folge was richtig Nices geschafft. Ihr wisst, wir laden die abwechselnd hoch. Idealerweise beide Kanäle abonnieren, dann kriegt ihr auch immer alles mit. In der letzten Folge hatte Kev eine Rundtour gemacht und man hat uns gesagt, es gibt auch Dörfer. Logischerweise ganz normale andere Dörfer, jetzt nicht von uns, so diese Vanilla-Dörfer, nur diese sind mit den Techtopia-Villagern besetzt. Und ja, Kev ist mal rumgegangen und so wie es aussieht, mit reicher Beute zurückgekehrt. Da gibt es Häuser, wo schon die House-Frames, also wo schon hier ein Sechserhaus, ein Zweierhaus oder so vorhanden ist. Und natürlich können wir die auch mitnehmen und looten, weil das ja sozusagen zum Mod dazugehört, sonst wäre das ja nicht implementiert worden, ne? Also es gibt nur tatsächlich die Town Hall, Storage und die Häuserdinger, aber mehr brauchen wir auch nicht. Wir brauchen wirklich nur das von den Häusern. Ja, dann können wir uns jetzt einfach darauf konzentrieren, alle Emeralds für richtige Gebäude zu nehmen. Für die Berufe zu nehmen. Die Leute haben einen Schlafplatz und halt dann für die Gebäude und Berufe, so rum, und keine Schlafplätze mehr. Was Schön. Ich mich halt frage, ich warte jetzt hier noch in diesem Dorf auf ein Merchant. Ja. Weil wir haben ja noch, ihr habt uns auch gesagt, dass die Rezepte resettet sein sollen. Mhm. Aber jeder Händler hat natürlich andere Vorlieben. Aber ich finde hier kein Merchant. Also ich hätte gedacht, dass der irgendwann aufkreuzt halt, ne, aber... Ist schon ziemlich spät im Tag, ne? Ja, es ist Mittagssonne gerade ungefähr. Ich sehe auch gerade, wir haben hier bei uns einen Stack Kartoffeln und Karotten schon geerntet, ne? Wir haben den Sommer ein bisschen laufen lassen seit der letzten Folge, wo wir das Karotten-Kartoffelfeld gemacht haben. Und ich glaube, die könnte ich auch mal direkt traden eigentlich. Ist denn der Händler schon da bei uns? Also bei mir war vorhin einer, muss ich sagen. Der hat auch tatsächlich die Teile getauscht und getradet, aber irgendwie... Wo ist der denn? Also die Merchants, die laufen ja immer durch die Gegend, ne? Die sind ja hier am Wandern, die gehen zu den Villagern hin, labern mit denen oder so, die stehen ja nicht immer in der Dings hier, aber mal gucken, wo der... Ja, das ist das Problem nämlich, ich laufe hier im Dorf rum und die sind so unübersichtlich, diese Dörfer. Ja, bei mir auch gerade. Also ich sehe gerade hier ein paar Traveler, die sind da, aber Merchants sehe ich gerade nicht. Wenn ich den sehen werde, kann ich, denke ich mal, sofort auch mit ihm traden. Was ich mich auch frage, ich meine, der... Merchant, weiß der überhaupt, dass ich hier ich glaube, wohin ist denn die Mine zuständig rein? Bin, also wenn du, pass auf, was ist denn, nee, warte mal, hast du alles abgebaut in dem Dorf, weil wenn du nämlich auch die die Town Hall und Storage habe ich da gelassen, die haben nur keine Okay, gut, weil nicht, dass dann das nicht mehr als Dorf gilt und dann natürlich auch keiner kommt, das wäre natürlich die andere Sache. Ja, das habe ich schon bedacht, aber hier ist es auch natürlich ein bisschen zerklüftet teilweise. Das kann durchaus sein, dass er irgendwo hängen geblieben ist und man sieht es nicht, weil die sind ja schon ein bisschen kleiner und verwinkelt, ne? Ja. Ja, gute Frage. Also vorhin kam der mir hier entgegengelatscht. Ich finde ihn nicht hier unten. Ich hätte gedacht, dass der irgendwo hier rumrennt, aber... Das heißt, der ist immer noch nicht da, sagst du? Also ich habe ihn vorhin gesehen, nur er ist wieder irgendwie mir entwischt. Ich weiß nicht, wo er einfach ist gerade. Denk vielleicht hier in den Minenschacht entlang, die grüßt ja immer noch andere Spieler und dies, das. Hier ist auch ein so ein Minenschacht, der ist einfach so absurd lang. Ich glaube, der hat sich auch schon fast aus dem Haus rausgegraben. Müsste ich auch fast nochmal umplatzieren hier. Aber ansonsten... Wo ist denn der Händler? Hallo! Wird mal vorhin. Also auf jeden Fall nice ist, ich nehme die ganze Zeit von denen Oakwood weg. Ja. Ich habe auch ein bisschen von dem grünen Oakwood, das klaue ich denen auch gerade. Aber nur so lange, bis der Händler kommt. No. Kommt immer ein Händler, oder? Müsste eigentlich. Es kommt eigentlich jeden Tag ein Händler, auch war auch bei uns der Fall. So. Ja, ich habe den Minenschacht mal neu deklariert. Der geht so weit nach hinten. Ich glaube, der hat sich auf der anderen Seite schon wieder an die Grenze gebuddelt. Soll ich dir was sagen, Spark? Egal, dann tauschen wir nicht mit dem. Ja gut, es ist ja eh gleich wieder Nacht und dann können wir Tag machen und dann, ne? Ist der fast garantiert da, schätze ich.
Ach man, dass der so rumwandert. Ich suche auch den unseren Händler hier. Der Vorteil, den wir bekommen haben durch dieses Dorf, das ist schon... Ist schon immens. Weißt du, was ich mache? Ich tu mal die Town Hall weg, weißt du? Ich gebe dir auch mal einen Schlafplatz zurück. Mhm. Vielleicht hängt das ja damit zusammen. Weil das kein richtiges Dorf ist, weißt du? Ich habe nur nicht mal einen... Kev, ich tu's. Ich brenne gerade mal ein Golderz, aber ein Villager-Golderz für ein normales Goldingot für uns, weil dann kann ich nämlich nochmal ein Emerald dafür holen von dem Villager unten und ich kann auch mit 44 Rotten Flash auch nochmal ein Villager ertraden. Einen Emerald ertraden. Und das mache ich gerade mal. Aus den früheren Folgen haben wir hinten so ein Iglu parat stehen und da ist noch ein Villager unten drin, ein Vanilla-Villager interessanterweise. Ja, und da können wir dann mal rangehen. Wir hätten sogar vielleicht ein Dorf machen können, wenn Kev den Schwächedrang nicht verworfen hätte. Ja, das ist echt bitter. Ja. Wir müssen uns halt irgendwie nochmal so machen. Das habe ich halt echt nicht gewusst, jetzt weiß ich. Ja, streng genommen könntest du auch Nether gehen, Netherwarzen holen, da kannst du braune Blaze killen und so. Wir haben Netherwarzen. Diesen ganzen, ja, oder so, genau. Da brauchst du jetzt einen Blaze Rod für einen Braustein. Ah, nee, du hast doch einen Braustein schon, ne? Ja, genau. Aber okay, ja, wir können theoretisch Schwächedränge schon machen. Hier waren ja voll viele Villager-Zombies. Ich weiß ja nicht, ob das gut ist, wenn wir so ein Vanilla-Dorf machen, weil das ist halt dann schon ein bisschen abkürzend. Nee, genau. Also ich muss auch sagen, ich weiß jetzt auch nicht genau, ob ich mit dem tauschen möchte. Wir haben jetzt schon so einen Vorteil dadurch, dass wir die ganzen Unterkünfte haben. Sehr gut. Ich habe gerade zwei Trades gemacht. Ich habe gerade zwei Emeralds ertradet. Und du sagst gerade, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Achso, nein, ich meine nicht das, was du machst. Der eine ist okay. Aber ich meine, ich laufe jetzt nach Hause. Weil ich denke, wenn ich jetzt auf den hier warte, der super viel uns gibt für die Sachen, die wir nicht mehr verkaufen können, das wäre schon mies. Weißt du? Okay, dann können wir uns da ein paar eigene Regeln setzen. Das ist ja okay. So. Ja, weil ich meine, früher oder später wird ja unsers auch wieder wertvoll, wenn wir mehr Varianz reinbringen. Und jetzt haben wir ja die Möglichkeit auf mehr. Jupp. Dadurch, dass wir viel sparen. Jetzt müssen wir nur noch... Wir müssen ein Gebäude rankriegen. Ja. Also, ich habe nochmal zwei Emeralds. Wir haben jetzt 14 Emeralds hier. Ich schon mal was. Und, naja, ich hätte einen Stack Karotten und einen Stack Kartoffeln zum Verkaufen bereit, aber... Dafür muss erstmal. Der ist heute auch nicht gekommen bei dir? Doch, wie gesagt, ich hatte ihn, glaube ich, gesehen vorhin in deiner Aufnahme noch. Er ist bei mir in die Mine reingelatscht, aber irgendwie finde ich ihn aktuell nicht. Ich würde einfach mal fix Tag machen und auf den nächsten hoffen. Ja, dann geh schlafen. Dann, ich bin auf dem Weg. Die 50%-Regel ist ja an. Du musst ja nicht pennen. Es reicht ja, wenn einer sich. Ja, genau. Also komischerweise, ich weiß nicht, wieso diese Modifikation jetzt funktioniert. Aus dem Nichts. Die werden ja auch teilweise selber geupdatet. Naja. Vielleicht hat sich da irgendein Update eingespielt, weiß ich nicht. Kann aber gerade noch nicht schlafen. Die Villager verabschieden sich jetzt. Vielleicht ist der auch irgendwo gestorben oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Unser Villager von diesem Tag. So, ich lieg gerade. Nice. Und sehr gut, das hat funktioniert. Und jetzt sollte ein neuer Merchant kommen, der mir hoffentlich Emeralds gibt für die Kartoffeln und die Karotten. Genau. Und zwar 4 Stück immer. Spark, eine Frage habe ich nur noch. Wenn ich jetzt gerade schon in der Welt unterwegs bin, bevor ich jetzt wiederkomme, wäre es doch vielleicht ganz clever, wenn ich irgendwie Jungle Wood besorge. Genau, dann müsstest du halt gucken, ob du welches findest in einem Dschungelbiom. Aber Dschungelbiome sind sehr, sehr selten in der 1.12er-Version. Da musst du schon Glück haben, glaube ich. In Sumpfbiom? Ja, Dschungel. Dschungel ist eher seltener geworden in den Versionen. Das wurde später mal gefixt, dass die Jungle-Biome nicht mehr so selten sind, aber eigentlich sind die noch recht selten in der 1.12. Okay, aber wonach suche ich denn da? Ist es? Naja, du musst halt Glück haben, eins zu finden, wenn du gerade drüber latscht, ne? Einfach wild durch die Gegend, also eher in warmen Regionen, ne? In warmen Biomen, also Biome sind ja so ein bisschen angeglichen, warme Biome sind an warmen Biomen und kalten an kalten. Wenn du also im Gebirge suchst, wo Eis ist, ist nicht direkt daneben ein Dschungel, sondern das wird erst zu mittelwarm, ne? Und dann erst wieder zu einem heißen Biom oder so. Okay, das verstehe ich. Genau. So, dann hoffen wir mal, dass jetzt hier gleich der Merchant vorbeikommt. Ich habe gerade Tag gemacht, ich nutze die Zeit und baue ein bisschen weiter an dem Häuschen. Sehr gut. Und das gefarmte Holz hilft dir, ne? Ja, dein vorgefarmtes Holz ist auf jeden Fall gut. Kann ich nehmen und dann baue ich mal das Lager hier gerade fertig. Das war ja noch unser Problem. Oh, hier ist irgendein großer Berg, aber ganz hohe Berge haben immer Eis drauf, oder?
Nicht unbedingt, würde ich sagen, vielleicht. Es geht nur, bei Dschungel geht es nur darum, ja, wenn du so einen Savannenberg hast oder so, dann ist da kein Schnee drauf. Es kommt halt auf die Biomtemperaturen. Gibt ja auch. Wir sind von Eis umzäunt. Das ist ein Eisberg. Lol, hier ist noch ein Dorf. Ich glaube, ich spinne. Was? Ja, Geff hat ganz gut Glück mit Dörfern anscheinend. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Und habe ich gar nicht gerechnet. Da kannst du ja mal gucken, was da noch so drin ist, ob es da ein neues Gebäude oder irgendwie sowas gibt. Ich gucke jetzt erstmal diesen Turm an. Hier ist schon wieder so ein Turm. Ist hier oben was drin? Ach Mann. Nee, da ist nichts drin. Nice, das ist direkt am Wasser gebaut. Voll die Hafenstadt. So, heutiger Merchant. Bist du hier irgendwo? Ich sehe ihn noch nicht. Alter, so viele Sechsbettzimmer und ey, ich kann nicht schon wieder alles plündern, oder? Da ist ein Merchant. Ich habe ihn gefunden. Also, du kannst ja mal gucken. Gibt es was, was alles vorhanden gibt? Ein Stack Karotten für 4 Emeralds. Her damit. Stack Kartoffeln, auch für 4 Emeralds her damit. Ich habe jetzt 8 Emeralds nochmal ertradet. Nice. Mann, ich könnte 4 Diamanten für 10 Emeralds vertraden. Wir haben ja, aber nur 2 Dias. Raus damit. Nee, habe ich ja nicht. Ne, hab ich ja, haben wir nicht. Das ist ja die Sache. Jetzt hast du mich scheiß gemacht. Wir haben leider nur 2 Diamanten drin. Hier ist tatsächlich eine Schmiede. Ich gehe mal rein, hier ist ja die Kiste. Oh, hier ist ein bisschen Eisen. 7 Eisen, ist ganz nett. Nehme ich mit. Aber sonst ist da nichts drin. Oh, ist das rote Beete? Hast du rote Beete? Ja, okay. Ich habe rote Beete gefunden. Na also, her damit. Dann haben wir die nächste Sache, die wir anbauen können, wieder traden können. Das hilft uns auch wieder weiter für Emeralds. Oh also, mein Gott. Ja, okay, dann verkaufe ich nämlich bei denen hier nichts. Genau. An die Zuschauer, ich denke mal, wir werden demnächst sehr, sehr gut vorankommen. Also jetzt kommst du langsam ins Rollen. Wir entdecken gerade mehr Ressourcen, die wir für Emerald tauschen können. Und sobald wir erstmal da genug haben, dann wird es auch viel, viel, viel mehr neue Gebäude geben. Uiuiuiui. Ist das genial. Und ich würde auch sagen, weißt du was, die, wir holen uns nur 2 Bettzimmer, oder? Pass auf, du kannst Folgendes machen bei der Taverne oben. Da machst du einfach so einen Rahmen rein, wenn man die Treppe hochgeht. Dann geht man in so einen Raum rein, da kannst du dann das 6-Bettzimmer machen. Und dann nehmen sich die Dorfwohner die Unterzimmer von ganz automatisch, ne? Oder so. Stimmt, das geht auch. Okay, dann habe ich ein 6-Bettzimmer, weil ich weiß nicht, ich finde, 6-Bettzimmer ist schon heftig irgendwie. Ja, bevor du es wegwirfst, nimm es mit. Also, wir werden schon eine Verwendung für finden. Also, wie gesagt, hier sind so viele Sachen, ich kann gar nicht alles tragen. Ich kann nicht alles tragen, was ich hier sammeln möchte. Tja, dann muss man halt zweimal laufen. Ich wollte sagen, hier sind Emeralds drin. Haha, im Lager. 3 Emeralds, 5 Emeralds habe ich gefunden an dem Lager. Kev ist irgendwie so anti zweimal laufen. Ich weiß auch nicht warum. Wenn Kev einkaufen geht, dann nimmt er sich so einen Riesenstapel und läuft nur einmal auf Risiko, dass es alles runterfällt. Ja, das Ding ist wirklich, weißt du, wie weit ich weg bin? Ich bin jetzt 2 Folgen lang gelaufen. Und ja, ich muss mich gleich auf den Rückweg bewegen. Ich will zur nächsten Folge wieder zu Hause sein. Ja, also du hast noch so 10 Minuten Zeit. Also ich habe tatsächlich jetzt auch noch die Feuerwerke schmeiße ich weg. 1 kleinen Stack Feuerwerk, weil ich habe jetzt auch schon wieder über einen Stack Bücher. Oh, geil. Ja gut, dann okay. Haben wir jetzt aber, denke ich mal, genug Emeralds, um Schmiede irgendwas zu machen. Oder ja, das wäre geil, das wäre geil. Okay, ich bewege mich nach Hause. Jo. Wo bin ich denn überhaupt? Also, können wir uns aber merken, Erkundungstouren bringen es auch ein bisschen, wenn wir nur Emeralds suchen oder so, dann was, hätte eigentlich mal Bock, ein bisschen loszuziehen, mal ein bisschen zu gucken, was es so noch gibt. Dann können wir das gerade, also wir sind halt wirklich gerade an einer Hardcore-Stelle, wo es schon ein bisschen frustrierend ist. Ja, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel laufen lassen, sind da am Babysitten und so. Und jetzt, wie gesagt, wo wir jetzt, guck mal, wir haben jetzt eine weitere Frucht, die wir verkaufen können, also die rote Beete, beziehungsweise Gemüse. Genau. Dann, wenn wir jetzt noch Jungle-Setzlinge finden würden, das würde der Ziege noch die Krone aufsetzen. Weil dann hätten wir alle Holzsorten, alle... Ja, bitte? Ich habe so eine Theorie. Und zwar, dass die Villager einfach keine Dias, also die Miner, keine Dias und Lapis Lazuli mitnehmen, weil die einfach keine Eisenpickaxes haben. Ich habe nochmal Eisenpickaxes reingelegt und die verschwinden so schnell.
Stimmt, ja, die nehmen immer das Beste zuerst. Stimmt, wir müssen Eisensachen reintun. Ja. Da hatte ich ein kleines bisschen Gefahr. So Stein, Spitzhacken und so ist ja schön und gut, aber droppe ich mal eben raus. Okay, ja, ich habe, also nee, du kannst alles Stein drinnen lassen, was da ist. Ja, ja. Sobald du Eisen nimmst, nehmen die automatisch Eisen. Genau. So, mit deinen Emeralds haben wir doch bestimmt über 30. Wie viel hast du gerade im Inventar? 6. Dann haben wir 28. Hohoho. Das ist doch mal schön. Wir müssen nie wieder was für Betten ausgeben. Nie wieder. Ja. Nee. Oh nee, ich dachte, das wird noch ein Village. Aber das ist unser... Das ist gar nicht weit weg, das Village. Das ist unser Dungeon-Haus. Ja. Das sind also, wir ja doch noch. Wenn ich jetzt wirklich noch 10 Minuten habe, Spark, mehr oder weniger, dann lade ich kurz mal... Nee, ich laufe direkt weiter. Ich muss Dschungel finden. Kev, lad mal die Sachen hier in der Base ab, wenn du eh in der Nähe bist. Ich bin praktisch Mach es. Mach es, ich befehle es dir. Okay. Aber nur weil du es bist, weißt du das? Der rennt mit einem vollen Inventar los. Nein, ich mache mir einfach ein Backpack. Ist doch egal, Kev. Lager's aus, du bist doch hier. Ja, ich mache mir ein Backpack gleich. Wieso nicht gleich ein Backpack Meine gemacht? Meine Güte, ey. Aber ich mache mir ein normales Backpack, nicht aus Eisen. Nein, ich habe das Leder weggeworfen, was ich unterwegs gefarmt habe, weil ich keinen Platz mehr hatte. Mist. Da ist der Händler. Hallöchen, lieber Händler. Kaufst du vielleicht jetzt mittlerweile was von dem, was ich hier jetzt rumschleppe? Hallo, Mister. Also, Weizen? Nein. Sprucewood? Ja, er nimmt wieder Sprucewood. Aber nur für einen, ne? Ja, aber zwei Emeralds. Nimm ihn. Okay, dann habe ich 8 Emeralds. Ich sortiere mal hier, was haben die noch? Oh, Birchwood haben wir hier noch. Sprucewood. Wo bist du? Wo bist du, lieber Händler? Hallo? Was war hier gerade? Wo ist der hin? Ach, da. Ja, wieso läuft der in die Mine? Ja gut, der besucht ja andere Villager noch, ne? Der eiert halt gerade runter und besucht die Miner. Okay. Aber guck mal, geil, viele Emeralds. Achso, ich pflanze auch gleich mal die rote Beete an. Die tue ich mal hier vorne. Ich darf fröhlich verkünden, dass unser Lager sich soeben vergrößert hat. Oh, das hört sich aber sehr gut an. Und zwar ein sehr, sehr, sehr großes Stück. Oh! Ja, ein sehr, sehr großes mobspawniges Stück. Können ja gucken, ob wir so kleine Fenster irgendwie reinmachen. Ja, mach mal kleine Fenster rein. Im Shader ist das voll dunkel irgendwie. Solche Fenster. Naja, also ein Block reicht, denke ich mal. Ist ja nur ein Lagerhaus. Ja, genau. Also, weil da hast du 2 gemacht. Passt. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Ich lade mal hier ganz kurz ab, dann siehst du mal, was ich mitgebracht habe. Ja. Hier, guck. Die Emeralds. Bam, jetzt haben wir 31 Emeralds. Und guck dir das an. 12 Frames. Bam, 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 bam. 2 Nametags und Feuerwerk. Und hier, mach mal daraus Eisenspitzhacken, oder? Ich mach die ganz kurz. Ja gut, ich habe noch ein bisschen Eisen. Ich habe auch schon welche gemacht hier. Also. Da haben wir Weizen noch zum Traden, das zum Traden. Dann habe ich hier noch Oakwood mitgebracht. Da haben wir jetzt auch einen Stack von. Alter, wir haben so viel. Ich bin mir zumindest froh, dass die Village einigermaßen happy sind oder nicht sterben durch Hunger oder ähnliches. Die können sich schon ganz gut versorgen. Da feiere ich ja schon mal. Ja, wirklich. Ey, die fallen nicht vom Fleisch direkt ab. Oh mein Gott, wir haben so viel. Das ist genial. Wirklich, das ist genial. Ich feier das. Jetzt brennen diese 7 Emeralds, die du eben verwendet hattest, um das eine Haus zu kaufen, extrem, ne? Ja, aber guck mal, das brennt nicht so sehr. Weil ich ja dann, keine Ahnung, 100 Emeralds gespart habe. Ja, also für die Zukunft haben wir echt ein bisschen Fortschritt. So. Also eigentlich sind ja wirklich nur Eisenspitzhacken relevant, ne? Weil alles andere, ja, das verschnellert sich dann halt. Aber eigentlich sind nur Eisenspitzhacken da, um Diamanten zu bekommen. Genau, und ohne kriegst du keine Dias. Und überleg mal, ein Dia-Trade gibt 10 Emeralds oder so. Das dann mach ich hier nochmal kurz. Ich habe noch ein paar Eisenspitzhacken. Ja. Zack. So, dann mach ich hier den Furnace weg, den Stuhl und das kann weg. Zack, die können wir vielleicht irgendwie so dazwischen stellen, würde ich sagen.
So, ich leuchte mal oben aus. Hier spawnen nämlich viele Mobs. Ja, aber geil. Bist ja schon schön vorangekommen. Das große Lager, das nimmt Gestalt an. Sehr, sehr schön. Dann lade ich kurz mal aus, ob sich das jetzt noch lohnt, loszuziehen. I don't know. Sehen wir. Also, die Folge ist jetzt gleich vor der, eigentlich ein paar Minuten haben wir noch, aber dann, ja. Kann man Dirt nicht zu Weg machen? Nee, du musst warten, bis Gras drauf ist. Du musst Gras über die Sache wachsen lassen, also hier jetzt auch wieder Dirt hin machen und dann erst wenn... Das ist aber umständlich. Ja, schon, aber... So, jetzt müssen wir warten, bis Folgegras ist und dann kannst du... Ja, dann würde ich vielleicht noch das Dach fertig bauen, wenn es geht. Fehlen noch ein paar Blöcke. Brauchen Stairs. Ich denke, ich werde auch mit Stein da nochmal ein bisschen was machen. Das ein bisschen besser befestigen oder so. Weil ich habe das Dach jetzt nur aus einem Holz. Schauen wir gleich mal. Eine Frage habe ich. Sumpf. Ja. Ist Sumpf ein warmes Biom? Nö, neutral vielleicht. Also Dschungel ist generell sehr selten in den Versionen, ne? Wir brauchen Junglewood Spark. Wir brauchen Junglewood, das ist es. Wir brauchen es einfach. Ich laufe. Tschüss. Dann hast du. Ey, komm, ich habe jetzt so ein Glück gehabt. So ein Glück. Ich meine, ich laufe hier direkt an einem Eisberg entlang. Wahrscheinlich nicht so clever, oder? Ja, wie gesagt, ich kann es nicht sagen. Es war jedenfalls ein Bug, dass Junglebiomen nicht oft generiert sind. Der wurde auch später in Version gefixt, aber 1.12 ist er noch drin. Mal gucken. Vielleicht findest du was. Kann aber für nichts garantieren. Komm schon, Jungle Biom. Wir brauchen nur Jungle setzen. Bitte. Ja, aber das wäre doch nett. Da können wir was machen. Also, jetzt wo wir genug Emeralds haben, was war der Plan? Schmied oder den Ranger? Das Ding ist, der Ranger, der kostet ja 21 Emeralds. Für jedes Tier, ne? Okay. Oh mein Gott, ich habe eine Eisfestung gefunden, Spark. Eine Eisfestung? Wieder so ein Igloo mit einem Mob drin? Das ist eine richtige Burg, da ist Glowstone drin. Mit so einem Graben. Und da führt eine Treppe runter. Oben ist Glowstone. Ja, das ist wahrscheinlich wieder ein Dungeon. Also ihr könnt ja auch Dungeons generieren. Das ist halt eins davon. Okay, hier ist ganz viel Schnee auf jeden Fall. Komm, Alter, gibt's keinen Junglewood-Dungeon? Ja gut, das Jungle Wood ist dir ja wurscht. Du willst ja die Saplings haben, ne? Von den Wood kannst du ja auch nichts kaufen. Nur die Setzlinge haben. Vielleicht findest du in einem Dungeon irgendwie so Jungle-Holz, was dekoriert ist oder so. Ne? Und dann kannst du das da von nehmen und... Oh mein Gott, so. Hier wird es aber immer kälter. Hier ist alles gefroren auch schon. Der ganze See ist zugefroren. So, dann an die Zuschauer, ich reiße das hier vorne tatsächlich wieder ab, weil ich da ein anderes Holz mal hinmachen würde. Oder halt Stein. Lager oder anderes. Ja, Cobblestone. Die Qual der Wahl fällt immer auf Cobblestone. So, dann mache ich jetzt Cobblestone Stairs draus und dann passt das dahin. Hm. Weißt du, vielleicht finde ich ja ein Igloo, dann bringe ich dir deinen Trank wieder, weißt du? Ja, dann könnten wir einen anderen Villager theoretisch, aber dann wäre schon krass, wenn wir so eine Vanilla-Farm. Da kannst du nämlich, hast du einen Librarian, kannst du die ganze Zeit tonnenweise Zuckerrohr mit dem traden für Emeralds ohne Ende. Okay, das würde es, glaube ich, aushebeln. Also ich bin jetzt eigentlich ganz zufrieden, wie wir es haben. Ja, ich würde die Modifikation jetzt als Hauptding nutzen. Ohne, dass es Mowgli ist. Ja. Und auf dieser Seite. Und weitere Anpassungen kann ich ja dann irgendwann anders wieder machen. Was ich aber geil finde, der Nitrado-Server hier, guck mal, ich laufe die ganze Zeit rum, es laggt gar nichts, ne? Ja, nö, also ist ja auch nicht so, dass das ein krasses Modpack hier ist. Ja, aber Weltgenerierung ist schon eigentlich ein anstrengender Prozess. Ja, aber wenn du nicht so allzu krasse Strukturen hast oder allzu viele Mods drin hast, dann geht das eigentlich, also meiner Erfahrung nach. Komm schon, Alter, hier wird es, das sieht doch schon weltlich aus. Dann würde ich sagen, das wird dann ungefähr so der Look sein. Vielleicht kann man das noch anpassen, aber müsste hinhauen. Lager steht zum großen Teil. Ich werde den letzten Schliff immer zwischen den Folgen oder so noch machen. Den nächsten Teil seht ihr beim Kev. Ich denke mal, ich bin durch. Wir haben heute insgesamt in dieser Folge, wie viele Emeralds haben wir gestartet? Weiß ich gar nicht mehr. 10?
Ich glaube, wir haben 10 Emeralds gestartet. Wir sind von 10 auf 21 Emeralds hochgegangen. 31. Und das, auf 31 hochgegangen. Also 21 Emeralds haben wir heute gesammelt. Und das ist mega nice. Vielen Dank fürs Zuschauen und ab jetzt geht's richtig ab. Bis zum nächsten Askarren und ciao. Ciao.